Moin YouTube, grüß euch! Freunde, was geht ab? Es ist mal wieder soweit, wir beantworten mal wieder unangenehme Fragen. Heute ist mit dabei Sascha und Revi. Ich habe weder Zeit noch Lust dafür. Wir machen heute die YouTuber Edition, ganz wilde Geschichte. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt wie immer gerne Fragen in die Kommentare für weitere Folgen, also unangenehme Fragen. Und dann viel Spaß mit dem Video. Let's go. Moin. Moin, moin. Hallo. Achso, ich hätte jetzt sagen müssen, hallo. Ja, hallo. Was ist die komischste Sache, die dir passiert ist, während du betrunken warst? Ja, da fällt mir eine Story ein. Das müsste so 2016 Gamescom gewesen sein oder irgendwie sowas. Ich bin über einen Zaun geklettert in ein Schwimmbad, als ich 16 war und bin daran hängen geblieben. Meine Hose ist zerrissen und man hat also meinen Arsch halt gesehen. Müsste mal überlegen. Also ich glaube, es gibt noch viel schlimmere Sachen. Aber das Ding ist halt, an die meisten erinnere ich mich halt nicht, weil war halt besoffen. Da hatten wir im Bootshaus so einen Twitch-VIP-Bereich, wo wir irgendwie kostenlos Alkohol bekommen haben, glaube ich, also so Drinks. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn es gerade ist, Bruder, dann pack ein. Und kann mich dann ab einem bestimmten Punkt auch an nichts mehr erinnern. Das ist mir auch erst einmal passiert. Und ich weiß dann wieder ab so 5 oder 6 Uhr, glaube ich, da sind dann langsam wieder meine Gedanken da. Da saß ich dann vorm Bootshaus. Wie ich da hingekommen bin, weiß ich nicht. Ich habe alle meine Leute verloren, mit denen ich da hingegangen bin. Und dann kamen so random Leute an mir vorbei, haben so gefragt, yo, ist alles in Ordnung? Sollen wir dir helfen? Und ich habe halt immer gesagt, so, nee, alles gut. Und dann irgendwann kam aber so eine Gruppe, das war ein Mädchen und so 5 Jungs. Und die haben halt gesagt, ja, komm, scheiß drauf, wir helfen dir jetzt. Wo musst du hin? So, dann sind wir zum Taxistand gegangen und dann meinte der Taximann, wo kommst du her? Und dann meinte ich halt so, ja, aus Berlin. Aber wir waren halt in Köln so. Ich wusste auch meine Adresse nicht, weil ich bei einem Homie gepennt habe und seine Adresse nicht auswendig kannte. Und dann haben wir den irgendwie versucht, so über Facebook zu kontaktieren und so. Und das ging alles nicht. Dann haben die irgendwann gesagt, komm, scheiß drauf, du kommst jetzt einfach mit zu uns. Ja, bevor du hier hops gehst. Und dann habe ich einfach bei fremden Menschen zu Hause gepennt. Und als ich da ankam, haben die dann irgendwie sich noch irgendwie einen Joint gedreht oder so. Und ich habe einfach gepennt. Und früh morgens bin ich aufgewacht und ich weiß nicht wie, weil das war so eine Einzimmerwohnung mit einem Bett drin. Und da haben aber 5 Leute irgendwie geschlafen. Die waren alle 5 nächsten Morgen noch da. Und ich habe keine Ahnung, wie das gehen sollte. Auf jeden Fall war das so. Und ich habe dann früher morgens noch Rührei bekommen. Und dann bin ich wieder zur Gamescom. Komischste Sache, die mir passiert ist, während ich betrunken war. Ich habe mal draußen bei so einem Garten gepisst. Und hatte davor viel Bier getrunken, also die Blase war voll. Und dann kamen so Leute vorbei und ich kannte die halt nicht. Und dann war der Moment, wo ich halt gerne so aufhören wollte zu pissen, aber es ging nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt muss es vorbei sein. Hab wieder alles eingepackt und da war noch nicht vorbei. Was war die unangenehmste Situation, die du mit einer Foyer hattest? Mit einer was? Mit einer Foyer? Wie bitte? Mit einem was? Die du mit einer Foyer hattest. Mit... Timo, grüß dich. Was gibt's? Die zweite Frage, was war die unangenehmste Situation, die du mit wem hattest? Ja, ich habe die Fragen gar nicht durchgehört, die hat Kevin alle gemacht. Okay, ich rufe Kevin an. Mit einer Frau, sag ich. Ach, Junge, komplett lost. Okay, ja, danke dir. Digga, ich dachte mir, dass ich das vielleicht dazu schreibe, ich hab's auch nicht verstanden. Ey. Ich weiß nicht, ob es die unangenehmste Situation ist, aber ich habe da jetzt gerade so ein Date im Kopf. Ich hatte so eine Zeit früher, vor so 4 Jahren, 5 Jahren. Ja, da war ich so ein bisschen auf Tinder unterwegs und so. Ich habe es nicht komplett übertrieben, aber ich sag mal, man hat das ein oder andere Mädchen kennengelernt. Und da hatte ich so ein Date mit einem Girl, hat irgendwie so gar nicht gevibed irgendwie. Und wir saßen halt so im Restaurant und haben so Sushi gegessen. Ja, wir haben noch nicht gesprochen so viel seit 15 Minuten und dann wollte ich halt so diese unangenehme Ruhe killen, indem ich so ein bisschen Smalltalk anfange und sowas sage wie, yo, hast du schon dir überlegt, was du essen möchtest und so? Und sie dann so richtig pumpig geantwortet mit so, woher soll ich denn wissen, was ich essen soll? Ich habe doch noch gar nicht in die Karte geguckt und dann war das so super strange irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, die unangenehmste Sache. Ich habe mir mal außerdem selber in den Mund gewichst, weil ich zu stark das ist zu sehr gespritzt und dann gestöhnten. Die unangenehmste Situation. Ich meine, ich habe es schon mal im Internet erzählt, aber ich hatte mal zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt Nasenbluten und das Blut ist dann quasi, da ich in der Situation oben war, auf die Person runtergetropft und das war für beide Parteien nicht gerade angenehm. Und ich muss auch hinzufügen, bevor ich es vergesse, ich habe mir jetzt nicht komplett die Hose voll gepisst, ne, bei der ersten Frage, nicht falsch verstehen, aber das war halt mehr als noch ein Tropfen. Was war das Dümmste, wofür du Geld ausgegeben hast? Den Tier 1-Sub bei Papa Platte.
Ganz klar. Ja, das ist relativ einfach. Da fallen mir direkt zwei Sachen ein. Also ich habe einmal für ein Video, was wir vor ein paar Wochen hochgeladen haben, habe ich so bei teuren Modemarken wie so Off-White und so, haben wir halt so Klamotten bestellt. Aber wir haben halt geplant, alles zurückzuschicken. Ja, ich dann aber eventuell den Rücksendetermin verplant. Und dann musste ich die 700 Euro Off-White-Hose behalten. Nicht so geil. Ich glaube, das ist das allerdümmste, wofür ich jemals Geld ausgegeben habe. Ja. Boah, das müsste gewesen sein. 16 Monate Sub bei Kevin. Hast du deine Reichweite schon mal genutzt, um eine Frau zu beeindrucken? Das mache ich tagtäglich an der Rewe-Kasse, um mich vorzudrängen. Das funktioniert aber nicht. Nee, ich finde das immer tatsächlich sehr corny und unangenehm. Aber willst du mal meinen Instagram-Account sehen? Nee, wirklich nicht. Seitdem ich Videos mache, habe ich eigentlich eine Freundin und damit habe ich noch nie jemanden beeindruckt. Aber wäre auch wild, wenn sich jemand davon beeindrucken lässt. Wobei, bei Nico läuft's ja auch. Also ich habe jetzt nie irgendwie so jemanden direkt über Instagram oder so angeschrieben, aber ich hatte bei so Tinder-Dates oder so, da schreibt man ja auch vorher, und da habe ich dann halt auch gesagt, so dass ich halt Streamer bin und YouTube mache und so, aber jetzt nicht so, um ultra krass zu flexen, sondern einfach, weil es halt zum Gespräch gepasst hat. Aber ich glaube, so richtig krass ausgenutzt habe ich das nicht. Von 1 bis 10, wie gut war dein erstes Mal? Das war eine solide 2, würde ich sagen, zumindest auf meiner Seite. Ich denke, sie hatte auf jeden Fall eine 10 von 10, da bin ich mir sicher. Ey Bro, keine Ahnung, irgendwie sagen immer dass ihr erstes Mal super shit war, aber es war eigentlich ziemlich in Ordnung, würde ich sagen. Boah, also mein erster Gedanke war so eine 7. Boah, ich würde sagen, tatsächlich eine solide 3. Wurdest du schon mal beim Sex erwischt? Jetzt so... Also... Im Grunde waren wir da auf so einer Party, das war wie so eine Art große WG, in der Nils gewohnt hat, könnte man sagen. Die hatten so ein Haus und so, wo dann irgendwie 5 Leute drin gewohnt haben. Und da wurde so eine Homeparty gefeiert. Dann kamen wir halt irgendwann zu ihm und meinten halt so, also ich und meine Freundin, und meinten halt so, yo Bro, können wir halt auf dein Zimmer gehen, so. Jeder weiß, wenn ein betrunkenes Pärchen auf dich zukommt, was das bedeutet. Nils anscheinend nicht, Digga. Ja, wir gehen hoch. Ja, Nils hatte sich akut einfach mal nach 3 Minuten kurz mal, wie es uns geht und ob alles in Ordnung ist. Danke, Bro. Also, dass jetzt jemand so die Tür aufhaut und so drin steht im Zimmer, nicht. Das nicht. Bei Kevin 100%. Kevin wurde safe schon mal gebastelt. Ich erinnere mich mal, dass mein Bruder mal, er hat es aber, glaube ich, nicht mitbekommen, in meinem alten Zimmer die Tür geöffnet hat. Der steht doch hier gerade hinter der Kamera und schüttelt den Kopf. Nee, er macht Fortnite-Tänze. Hast du es mitbekommen? Nee, okay. Also, auf jeden Fall ist er mal reingekommen und ich war gerade so... Ja. Hast du schon mal Bilder bei OnlyFans erworben? Ey, dieses OnlyFans, ich höre es überall. In meinem Stream. Leute... Fuck, ich bin ein Spast. Nee, tatsächlich nicht. Netterweise hat Monte mir auch alle anderen geschickt, die für mich vergangenheitsmäßig relevant gewesen wären. Danke dafür, Monte. Ich habe schon mal Bilder erworben, aber ich muss sagen, die 5 Euro für Tanzverbot, nur... Wie kann man den verkacken? Timo, wie kann man den verkacken? Sorry, nochmal neu. Nee, habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Also jeder, wie er möchte. Aber wissen diese Menschen, die das bei OnlyFans kaufen, dass es tons of free stuff gibt im Internet? Ich habe einmal in meinem Leben bei OnlyFans Bilder erworben. Für 5 Euro habe ich aber auch richtig gerne den Tanzsupport supported. Alfie, oh mein Gott, ich habe mich schon wieder versprochen. Ich sag mal, man hat schon mal bei der ein oder anderen Plattform geguckt, ob man die Sachen gratis auch bekommen kann. Aber gekauft habe ich noch nie was. Nee, tatsächlich nicht. Ich überlege selber halt die ganze Zeit, einen OnlyFans für meinen Hund zu machen. Ne? Aber weiß ich nicht, ist ein bisschen krank. Ich lese es überall, auch heute wieder in meinem Stream. Sascha, wann kommt dein OnlyFans-Account? Ich habe in meinem Leben einmal 5 Euro ausgegeben für Bilder. Und diese Tanzverbot-Nudes, die waren anders. Würdest du dich für eine sehr hohe Geldsumme aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Ist halt eine schwere Frage. Ich denke schon. Also, das Ding ist halt, ich liebe dieses öffentliche Ding. Ich liebe Streaming, YouTube, bla bla. Ist wirklich so, gerade in den letzten Monaten merke ich, wie krass das wirklich mein Traumberuf ist. Aber ich glaube, wenn man jetzt halt sagt, ja, hier sind 100 Millionen oder so, jetzt mal übertrieben gesagt, verpiss dich, dann würde ich es halt machen und dann würde ich halt, weißt du, dann könnte man halt seiner Family oder so, könnte man halt jeweils ein bisschen was geben und dann sind halt alle, was finanzielle Sachen angeht, erstmal abgedeckt. Also ich denke, ja. 20 Euro, dann wäre ich dabei. Also ich verstehe jetzt nicht, was an der Frage unangenehm ist. Natürlich. Wie hoch muss so eine Geldsumme sein, dass man aufhört mit dem, was man liebt, ne? Das ist immer so eine Frage. Vermutlich nicht, es sei denn, das ist eine exorbitant hohe Geldsumme. Sowas wie 50 Euro, dann vielleicht. Mit wie vielen Leuten hattest schon Sex? Zwei. Aber eine davon war so dicht, dass sie sich am nächsten Tag nicht mehr erinnern konnte. Aber ist vielleicht auch besser so. Also ich hatte es mal irgendwie nachgezählt. Ich glaube, es müssten 8 sein. Aber ey, vielleicht plus minus 1 so. Aber mehr als 8 nicht. Und davon muss man auch sagen, sind 3 Stück. 3 Stück sind Freundinnen auch gewesen. Also, ja.
Boah, das kann ich echt nicht beantworten, weil ich führe keine Liste. Also ich weiß, und das kann ich, glaube ich, solid sagen, dass es über 20 gewesen sind. Aber das ist auch okay, weil ich bin 27. Und wenn man überlegt, dass ich in jedem Jahr, seitdem ich 7 bin, mit einer Frau geschlafen habe, macht das irgendwie extrem seltsam. Na gut, ich habe gelogen, es waren gar keine. Ich bin Jungfrau, was soll ich machen? Scheiß drauf, Digga. Inwieweit unterscheiden sich deine öffentliche Person mit deinem privaten Ich? Boah, ich glaube, ziemlich krass. Ich glaube, alle Leute, die mich wirklich privat kennen, wissen, dass ich privat sehr viel ruhiger bin. Das liegt aber einfach daran, dass ich halt, bevor ich streame, immer 20 Minuten Powernappe, 30 Red Bull trinke, 10 Kilo Koks zu mir nehme und dann geht's halt los. Also ich glaube, dass mein privates Ich halt weitaus ruhiger ist und in sich gekehrter. Liegt aber jetzt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt irgendwas vorspiele im Stream oder so. Das ist nur so, im Stream bin ich dann wie so aktiviert oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe dann wie so ein Kamera-Ich halt, was dann mein normales Ich ist, aber halt 150% mehr so. Aber an sich bin ich eigentlich relativ ähnlich privat wie in Streams oder so, würde ich sagen. Ich glaube schon, dass ich halt im Privaten sehr viel entspannter, sehr viel relaxter, sehr viel rhetorischer vielleicht sogar bin. Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich im Stream so rede, wie ich jetzt privat reden würde, dass der Großteil der Leute einfach so dumm ist, um mich zu verstehen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb drücke ich mich da sehr direkt, flach und einfach aus, weil meine Community besteht aus 12 bis 12-Jährigen, die alle keinen anständigen Schulabschluss haben oder keinen vernünftigen Schulabschluss anstreben. Also ich würde sagen, da ist schon eine Diskrepanz auf jeden Fall zu erkennen. Aber ich glaube, das ist normal. Jeder hat so eine Public-Persona, so eine Aufnahmepersönlichkeit. Ich glaube, das ist normal. Boah, ich würde sagen, es sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Gesichter. Also unterschiedlicher könnte es nicht sein. Bin aber auch froh darüber, wenn Leute auf der Straße mich nach einem Foto fragen und ich nein sage, freuen die sich darüber. Also besser könnte es nicht sein. Danke fürs Mitmachen, du Knecht. Das war's schon. Und das ist jetzt der Content für Kevin sein Kanal. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Sascha und Revi vorbei. Danke fürs Mitmachen, Jungs. Kuss, Kuss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Peace, peace.